Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Ich habe schon hier ein paar Sachen hingestellt. Bevor ich jetzt aber großartig verkaufen will, will ich erstmal natürlich wieder in den Dungeon rein. Ich habe nämlich noch viel zu wenig zum Verkaufen. Und wir können uns eine neue Rüstung leisten. Ja, bitte. So, und das war's auch schon, ne? Ja, leider. So, wir haben ja jetzt hier unsere Wunschliste. Die Eisenrüstung kann nämlich raus. Der Eisenhelm kann raus. Eisenstiefel bleiben noch. Und der Trainingsbogen, da fehlt mir immer noch ein bisschen was an Zeug. Schade. Hätte ich mich eigentlich gefreut. So, was kann ich hier in meinem Shop noch ändern? 20.000, 20.000, besseres Bett. Ein bisschen mehr Leben, ne? Aber wann schlafe ich denn mal da drin? Eigentlich schlafe ich da gar nicht drin. Das kann ich also erstmal lassen. Und das kriege ich wahrscheinlich erst, wenn ich im zweiten Dungeon bin. Aber weißt du was? Komm. Ich bin mal so gnädig und lasse ihn mal hier mitarbeiten. Das sieht aber komisch aus. Also wirklich viel zu verkaufen hast du jetzt nicht. Meintest du nicht irgendwas von wegen, ey, überlass das den Profis? Ich dachte, du hast gutes Zeug. Willkommen, mein Freund, hier. Freund dir in meinen Laden, magnifique. Ganz richtig. Du stehst vor dem einzigartigen Limmerscharend. Ich bin's, Julian, und dank dir offenbar zu Dank verpflichtet. Für deine Hilfe. Also, merci und weiter. Ah oui. Ich freue mich auf einen ebenwürdigen Konkurrenten, voila. Ey, das habe ich, das hast du bei mir gekauft, du Sack. Hast du eh Sachen, die er bei mir gekauft hat? 6.750, was? The fuck, im Besitz 4. Nett. C'est magnifique. Du kannst dir denken, was ich sagen wollte. Halt, ich habe ein Portal geöffnet, ne? Steht das noch? Müsste eigentlich. Ja. So, wir müssen die Rüstung noch anziehen, ne? Gut. Wieso ist da oben ein Fragezeichen? Wieso sehe ich jetzt plötzlich die Karte? Wenn ich zurückgehe, sehe ich die Karte? Hier war der Pool! Oh, ich hätte... Hier war der dreckige Pool, ey. Oh nein, du bist... Ah, tot. Ach, verzieh dich doch. So, Ebene 3 wird nämlich vollkommen geplündert. Und dann versuchen wir da halt wirklich das Beste rauszuholen. Dann gehen wir nochmal nach Hause und da versuchen wir nochmal den Boss. Das ist der Plan. Golem Dungeon 3. Oh nein, du bist, ne? Ja. Oh, wie ich dich verabscheue. Wie er noch lebt. Oh, ich habe keine Heiltränke mitgenommen. Oh nein. Oh, ist das bitter. Fuck. Ah, Gegenstand geht kaputt. Ja, weißt du was? Dann gehen wir halt nochmal nach Hause. Ist zwar bitter, aber naja. So ist das, wenn man die Tränke vergisst. Oh. Ist das kacke? Hallo, Mem.
Tränke. Eigentlich kann ich nochmal 5, ne? Komm. Besser ein bisschen mehr als zu wenig. So, habe ich irgendwas vollgesteckt? Nö. So. Nein, falsch. Erste Item direkt falsch reingetan. So ist richtig. Dich sammle ich nämlich hier. Und der Rest, der braucht hier eigentlich nicht rumliegen. So, Fleischpeitschen sind voll, ne? Ja. Wir brauchen sowieso nicht so viele, von daher. So, was ist das denn? Runenwerkzeug? Ah, achso. Oha. Kann ich aber schon bei 600 ansiedeln, ne? So, genug Tränke am Start. Weiter geht's. Einmal können wir noch zurück. Dann müssen wir Geld verdienen. Rein theoretisch kann man eigentlich jedes Mal hier ein Portal aufbauen und dann farmen. Aber die lila Truhen kriegst du halt nicht immer. So wie hier. Ach, nur du? Oh. So, was haben wir denn da? Bei Rückkehr wird der Gegenstand in gezeichneter Richtung zu diesem. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Machen wir erstmal die Tränke dahin, ne? Für den Fall der Fälle. Okay, der wird auch zu dem hier. Okay, nochmal. Ein Item, das nach Hause geschickt wird. Welche schicke. Oder noch ein Item, was nach Hause geschickt werden kann. Holy shit. Du kannst erstmal nach Hause. Was bist du? Okay. Da das voll stacked ist, gehst du auch mal nach Hause. Und du? Ja, ich will eigentlich nicht, dass du zu einem Gegenstand wirst. So. Sehr schöner Loot. Okay. Unten ist der Brunnen. Ich würde gerne zuerst den Brunnen freispielen. Beziehungsweise, ich glaube, der ist schon freigespielt, oder? Nein. Spielen wir erstmal den Brunnen frei. Oh, der ist eigentlich theoretisch freigespielt. Aber nur rein theoretisch. Macht ihn komplett frei. Versucht mir ruhig Schaden zuzufügen. Ich gehe einfach zum Brunnen und freue mich dann an einen Keks. Au. Oh. Komm, schlag zu. Schlag zu. Schlag zu. Ausgewichen. Oh Mann. Jetzt muss ich beide nochmal treffen. So, Brunnen ist freigespielt. Nice. So, vernichte ich euch alle hier nochmal. Nein. Seid doch nicht so nervig. Bitte. Oh, ist das schon ein Boss? Scheint so, ne? Oh, ich hab meinen Endboss vernichtet. Den wahren. So, ist hier irgendwas? Nö. Zum Boss will ich ehrlich gesagt noch nicht, aber wir setzen da auf jeden Fall ein Portal. Und kommen dann wieder. Oh, der Brunnen tut's nicht mehr. Hm. Kacke. Ich habe eigentlich gedacht, er macht's unendlich. Schade. Aber gehen wir zu den anderen Truhen, ja? Die sind links. Da müssen wir unser Zeug verkaufen. Nimm das! Okay, hat nicht wirklich was gebracht. Ah, das schon.
Gut, einmal Zeug verkaufen und dann nochmal zum Boss. Und das mit leeren Händen dann am besten. Huch! Man hat einfach Schaden bekommen. War fast schon leid für dich. Ha! Mitgekillt. Kannst du nicht sterben? Bitte? So, was haben wir denn hier? Oh, etwas, was nach Hause geschickt wird. Gut, ich würde sagen, du kommst dahin. Du verwandelst dich nämlich. Eine Sache wird nach Hause geschickt. Wir nehmen hier Schleim und packen den dahin. Ach, schon wieder. Hier nehmen wir erstmal. Halt, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3. So, wir haben ja sowieso gleich alle Kisten. Die heben sich gegenseitig auf. Okay. Ja, was haben wir dann geschafft? Ja, eine Sache muss natürlich nach Hause geschickt werden. Fluchobjekt wird aufgehoben. Geht das? Und das Fluchobjekt wurde nicht aufgehoben. Schade. Es hätte sonst gut gepasst. Aber gut, wir haben noch eine Truhe vor uns. Hass. Ich verspüre plötzlich sehr unangenehmen Hass. Ich weiß nicht, woher das rührt. Doch. Zwei meiner schlimmsten Gegner. Gott, könnt ihr bitte noch nerviger sein? Ich find's gerade noch ein bisschen zu angenehm mit euch. Ist mir egal, ob ich Schaden bekomme. Das ist die letzte Truhe, die ich öffne hier. So. Okay, hier wird etwas nach Hause geschickt. Das hier verkaufe ich mal sofort. Das hier auch. Dafür schicke ich... Okay. Ich schicke nämlich das Büchlein hier nach Hause. Das hat seinen Zweck hier erfüllt, ne? Ich werde diese vier duplizieren zu dem hier, weil die sind wertvoll. Flucheffekt wird aufgehoben. So, hups. Entfernen wir erstmal hier diesen Flucheffekt, ne? So, entfernen diesen Fluchobjekt. So. Und dann nehmen wir die beiden Sachen mit. Nein! Nee, ich glaube, war richtig. War alles gut. Alles in Ordnung. Okay, ab nach Hause. Die Sachen verkaufen, ne? Und dann versuchen wir diese Folge auf jeden Fall noch den Boss zu schlagen. Wenn wir das hinkriegen, dann freue ich mich. Ist ja fast wie ein Dark Souls hier, ey. Puh. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Boss schlägt. Ganz ehrlich. Wenn ich das wüsste, würde ich mich freuen. Mm. Going for supplies. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Oh, wir werden reich sein. Wir werden reich sein. Alter Schwede. Das wird angenehm. So, okay. Packen wir hier erstmal alles rein, ne? Und dann gucken wir, was übrig bleibt. Der Schleim kommt da übrigens nicht rein.
so viel Zeug. So. Fast alles aus dem Inventar rausbekommen. Yes. So, okay. Wir haben Seiten ohne Ende. So, ups. Das wollte ich eigentlich nicht. So, was, wenn wir die Seiten hier alle mit reinnehmen? Okay, habe ich fast gedacht. Ihr kommt sowieso da nicht rein. Ihr kommt hier rein. Oh, ich brauche das. Wozu brauche ich den Meißel? Ich kann das nächste Schwert herstellen. Oh, ist das gut. Das freut mich sehr, das freut mich. Ja, 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 ja. So, das nehmen wir noch mit, das ist voll gesteckt. Das ist noch voll gesteckt. Das scheint auch vollgesteckt zu sein. Der Rest sieht nicht vollgesteckt aus. Gut. Und das werden wir jetzt alles verkaufen, bevor wir dann zu Meister Eber gehen. So. Auf Diebe aufpassen. Nein. Ich beobachte dich. Wehe, du klaust auch nur einen wertvollen Gegenstand. Hallo, ich drück doch. Ich hab gedrückt. Hä? Wieso ist das so teuer? Was ist denn los mit euch? So, so, so. Und die sind alle noch zu teuer, ja? Dreckige Dieb. Ich habe LT gedrückt. Das ist doch LT, oder? Ah, ich habe LB gedrückt. Pass. Aber ich habe auch LT gedrückt, weil LT ist ja der hier. Hm. So viel Geld. Gut, der Reiche kauft das eh. So, wir haben hier 420, 500 war schon für die zu viel, 500 war in Ordnung für die, dann machen wir das hier, keine Ahnung, auch 500 würde ich sagen, ne? Ups. Nee. 500, so. Dum. 200 war zu billig. Oh, Geld, 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 Geld. Nicht lange warten lassen. Ich glaube, das ist Trinkgeld, was ich dann verloren kriege. Das ist zu wertvoll für dich, Bro. So, wie sieht's hier aus? 300 war in Ordnung, okay. Halt, 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 halt! Okay, nee, die freut sich, alles gut. Aber das ist zu teuer anscheinend. Dann machen wir 450. Dankeschön! Dann machen wir hier überall 450. Okay, das kaufen sie gerade noch so. Danke. Du dreckiger Dieb, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Was? Das war doch die ganze Zeit zu teuer. Klau was und ich töte dich.
kleines asoziales Drück. Scheiße, ey. Wollte ja klauen. Nicht unter meinen wachsamen Augen. Oh, ein Schlüssel. Ach, plötzlich ist das zu... Waren das unterschiedliche? Ich habe eine Sache habe ich sehr, sehr tief unter Marktwert verkauft. Und Schnüssel geht wieder weg. Okay, okay, ja, dann... Oh! Beliebtheit geht nach unten, ist doch kein Wunder. Komm, jetzt kauft irgendwas. Da kommt Schnüssel. Hey, kauf's doch! Ich habe zu viel davon verkauft. Oh nein, ey. Wie ist das zu teuer? Der Tag ist jetzt vorbei. Naja, was soll's. Wir haben ordentlich Gewinn gemacht. Also drei Diebe gehabt, ne? Popularität ist gesunken, auf jeden Fall, das Ding. Da! Alte Golem! Nein, die habe ich viel zu billig weggehauen. Ich dachte, das wäre dasselbe. Oh, da hat er sich natürlich einen Keks gefreut, ne? Ja. Ist das bitter? Naja, was soll's. Eine Sache wurde geklaut. Ach, stimmt. Ja, logisch, klar. So ein Dreck. Na gut, solange die Beliebtheit so weit unten ist, kommst du in die Truhe, ganz ehrlich. Erst wenn die Beliebtheit hochgeht. Sonst nützt das hier niemandem. Beliebtheit niedrig. 450 ist gerade noch so. Hm. Naja, aber guck mal, hier ist die 250er Grenze. Aber trotzdem habe ich beide für 300 verkauft. Ah, das ist der billigste Preis mit 250. Oh, okay. Achso, weil ich hier alles geklärt habe. Ah. Ich verstehe. Also ich habe nicht alles verkauft, aber ich habe alles eingesammelt. Ja, so viel dazu. Gut. Ich würde sagen, bereiten wir uns auf den Boss vor, oder was? Ich meine, Rüstung kann ich wahrscheinlich vergessen, ne? Ich glaube, die Eisenrüstung habe ich, ne? Mir fehlen die Schuhe. Ja, fehlen die Schuhe. Aber ich kann dieses Schwert hier bauen. Und auch direkt verbessern. Ich hoffe, das geht mit diesen Kristallen. So, gucken wir mal. Ah, die Rüstung kann ich auch verzaubern, ne? Sehr schön. Dafür soll ich mehr... 16.000 hat... Hi. Puh, ich habe mich gerade bankrott gemacht. Ich habe mich drauf geachtet. Kacke. Oh, fuck. Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter, Leute. Oh, es tut so weh. Oh, 16.000, aber das Schwert. Oh. Ist halt schon stark mit 103, ne? Ich dachte, das ist ein neues Schwert. Er hat es einfach nur bearbeitet. What the fuck? Knauseriger Kerl. Hätte mir ein neues Schwert machen können. 16.000 hat mich der Scheiß gekostet, alter Schwede. Das macht mich aber gerade. Ich hoffe, morgen ist der Preis wieder ein bisschen weiter oben. Na gut. Ab zum Boss.
Oh, ich hoffe, ich kriege den hin. Ich weiß ja nicht mal, wie man ihn besiegt. Das ist, glaube ich, eines der grundsätzlichen Probleme momentan. Ich weiß nicht, wie man den Scheißboss besiegt. Aber gut. Es hat irgendwas mit diesem Blob zu tun. Golemkönig. Oh, das ist nicht schlecht. Ach, shit. Nein, nicht meine Erzfeinde, nicht hier unten. Okay, das ist nicht nett. Verzieh dich! Was macht er jetzt? Oh, das geht, das geht. Okay, jetzt kommt das Ärmchen wieder. Nice. Na, komm, schon. Ach, scheiße. Aber das ist nicht dein Ernst, Mann. Oh, ich hab vergessen, wie man rollt. Okay. Oh nein, ich drück die ganze Zeit die falschen Tasten aus Panik. Okay. Mehr Heilung gibt's nicht, ja? Oh oh. Okay, ich hab nicht viel Spiel. Shit. Das ist natürlich dein Ernst, Mann. Jetzt kommen da zwei. Nee, das ist mein Schatten. Boom! Huh, overthrow the king! Eieiei. Boss gekillt. Das ist fast wie Dark Souls hier, ey. Eine Truhe. Truhe, Truhe, Truhe. Wie komme ich da hoch und was ist das? Was zum Teufel? Was ist das? Das ist das Auge. Was kann man mit dem Auge machen? Kann man das irgendwo reinschubsen? Nee, schade. So, was haben wir hier? Golem-Entwürfe, Fleischpeitsche, Bücher, Golem-Geschichte, Golem-Fibel, Golem-König-Notizen. Oh, nice. Easy going. Ja, Boss besiegt. Zurück zur Stadt. Kriegen wir jetzt den nächsten Dungeon? Ich tue den Schlüssel rein. Knickknack. Okay. Somit kann ich eigentlich jetzt schon in den zweiten Dungeon, ne? Was ist denn da rechts? Du warst das doch, oder, Will? Du hast den Golemkönig besiegt. Oh Mann. Da hast du dich wieder unnötig in Gefahr gebracht. Wie? Ein Schloss am Tor hat sich geöffnet? Vielleicht war Peter doch an etwas dran. Egal, lass es einfach bleiben, dein Leben ist kostbarer als das. Pete hat unsere Warnung auch ignoriert und jetzt ist er, naja, tot. All der Trubel um deine heroischen Taten hat die Stadt offenbar dazu bewegt,
den Wald-Dungeon wieder zu öffnen. Nach deinem Sieg über den Golem-König solltest du dich aber vorerst wieder ein bisschen auf den Laden konzentrieren. Die Leute kennen den Namen Moonlighter jetzt. Das musst du jetzt ausnutzen. Schau dich am schwarzen Brett um und erweitere deinen Laden. Vielleicht findest du ja sogar neues Personal. Ich habe von einem Fremden gehört, der hier einen Laden eröffnen will. Er ist ein bisschen seltsam, verkauft Dekorationen und sowas. Aber vielleicht hast du dafür nach einer Erweiterung ja Verwendung. Übrigens habe ich gehört, dass Andrei von der Vulkanschmiede gerade an einer Ladung neuer Ausrüstung arbeitet. Er erwartet wohl, dass die Leute sich von dir inspirieren lassen und ihm jede Menge neue Material aus dem Wald-Dungeon bringen. Sieh dir an, was er Neues zu bieten hat. Wir wollen doch nicht, dass du noch ins Gras beißt. Ugili, dugili, komm ich zu den Dungeons auch, wenn ich nach rechts gehe? Tatsächlich. Wieso zur Hölle gehe ich jedes Mal hoch und nach oben? Ja, wir haben den neuen Dungeon geöffnet, Freunde. Easy going, haben wir den Boss besiegt. Der erste von vielen. So, meine Schmiede brennt darauf, für dich Sachen herzustellen. Ja, das ist neu, aber das wusste ich ja vorher schon. Ah. Okay, ich sehe schon, aber der Rest ist doch gleich geblieben. Verarscht kann ich mich alleine. Aber da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug. Ne? Und dann wird das hier halt noch verbessert. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben den Boss für heute besiegt. Ich freue mich einen Keks und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.